Hallo und herzlich willkommen Hi. zu einem neuen Is that an enemy boy or girl Quiz. Das erste kam ja sehr gut an, hatte ein paar Aufrufe. Deswegen dachten wir uns, ja, auf komm. Zweite Runde. Christian hat ja beim ersten Mal verloren. Er braucht eigentlich seine Revanche. Was? Ach ja, stimmt. Ja, du hast beim ersten Mal verloren. Ja, aber ich bin zurückgekehrt. Ich habe trainiert. Oh shit. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Wir sind hier auf www.domyquizzes.com. Domi-Quizzes. Domi-Quizzes. Nein, do my quizzes. Oh mein Oh, Gott. shit, ja, yeah. Do my quizzes. Domi-Quizzes. Ja, und wir machen jetzt, is that an anime boy or girl? Ja, dann würde ich mir Question. sagen, Let's go, wir muten uns jetzt im Test, dann macht es jeder und dann seht ihr uns danach wieder. Jo, Mio. So, ich fange da jetzt mal an. Ich habe jetzt hier schon gesehen, es sind 22 Stück, also ich bin mal gespannt, wie viel ich schaffe. Das erste Bild schon, sieht schon sehr komisch aus. Warum ist die Hand ist der abgetrennt? Die ist abgetrennt, oder? Ja, easy, das ist der Boy aus Tokyo Ghoul. Dieser Böse. Geht's weiter? Ach so. Hä, was? Ah, und dann muss ich mal auf Next gehen. Erstmal richtig. Hä, da war doch ein Junge, oder nicht? Hä, war das nicht dieser Junge aus Tokyo Ghoul? Hä? Leute, vielleicht war das ja ein Mädchen und ich hab's nie gecheckt. Was soll's? Oh, das ist ein Boy. Ja, okay, das ist ein Girl. Next. What? Das ist ein Boy. Okay, ich wette, das hat Christian auch direkt falsch. Ach, guck dir das an, diese Elfenohren und diese liebreizenden Augen. Ich gehe jetzt mal mit den offensichtlichen. Fuck this game. Ah, das wird auch direkt falsch sein, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Okay. Der Anfang war schon mal kacke, da muss ich jetzt besser dran gehen. Ich wette, das denken alle, das wären Boy und deswegen ist es jetzt ein Girl, Achtung. Ja. So, machen wir direkt mal so weiter. Mann, hier wird man nur wieder getrickst, ey. Komm, leck mich doch am Arsch. Keine Ahnung, das spricht doch dagegen, wenn man dann immer Girl macht. Wenn man dann immer Boy macht, weil es sieht halt einfach aus wie ein Mädchen, da kann man doch nichts anderes anklicken. Sieht irgendwie aus wie von Sword Art Online, aber das habe ich nicht gesehen, weil fuck Sword Art Online. Aber es sieht irgendwie aus wie der Protagonist, ne? Nur in weiblich. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht weiblich. Wahrscheinlich ist es weiblich. Ich habe keine Ahnung, ist es männlich oder ist es weiblich? Oh mein Gott, das ist ja auch die Frage von diesem Quiz. Meine Güte. Also von der Frisur her ist es wieder länger, aber wenn man sich den so anschaut oder die. Ich mach Boy. Shit! Aber ich habe schon zwei falsch. Ich wette, Christian ist nicht so schlecht. Das ist einfach Kirito mit langen Haaren. Also das ist Boy. Das sieht man irgendwie am Gesicht. Das ist wie, als ob man so den Jungen genommen hätte und einfach ein paar Zöpfe dran gemacht hat. Also es ist entweder das hässlichste Mädchen, das es gibt, oder der schönste Junge. Der hat halt so lange Haare, aber hat so ein männliches Gesicht. Ich sag mal, ist auch ein Junge. Oh mein Gott! Das ist ein Girl. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, dieses schmierige Grinsen, das siehst du bei Jungs eigentlich meistens eher weniger bei Animes. Ich glaube, das ist ein Girl. Ja, easy. Nur weil das hier so eine schlechte Qualität ist, lenkt das nicht davon ab, dass es eigentlich ein Mädchen ist. So. Der Blick, der sieht wieder so hart aus. Ich würde tatsächlich auf Boy tippen. Ja, doch, komm. Nein! War eine schöne Stream. Ich würde mal sagen, es ist ein Junge oder ein böses Mädchen. Okay, es war ein böses Mädchen. Oh, ein ganz böses Mädchen. Ja, der Blick, der sieht sehr weiblich aus. Machen wir erstmal Girl. Er hat hier halt auch so diese Clips. Deswegen könnte es ein Mädchen sein. Guck, das sind die kleinen Details. Die kleinen Details und Accessoires. Und das ist ein Junge. Weißt du, ich bin immer so gut. Und dann kommt so eine Scheiße. Boah, das ist echt schwer. Hat Christian aber was rausgesucht. Die Haare sind wieder vergleichsweise kurz für ein Anime. Und weil uns das Quiz bestimmt auf eine falsche Fährte locken will, mache ich wieder Girl. Ja. Muss eigentlich ein Girl sein, so wie es wieder aussieht. Ach Mann. Eigentlich müsste man das andere wieder nehmen, weil der hat. Ich meine, die hat eine Schleife.
Oder das ist wieder so ein kurzer Gag und danach siehst du, wie der Typ sich aufregt und so, ah, mach den Scheiß da wieder weg. Sieht mir nach einem Girl aus. Und es ist diesmal auch ein Girl. Aber... Ach, ich wette, Christian geht die ganze Zeit auf Risiko. Der analysiert wieder und ist auf Risiko. Oh, Gott sei Dank. Einmal ist es wirklich ein Mädchen. Okay, also wenn es jetzt schon so eine Aufmachung ist, dann kannst du ein Junge sein, weil guck die Filme alle. Das heißt, der hat wahrscheinlich eine Wette verloren. Muss er jetzt so rumlaufen. Ja, easy. Weißt du, das macht Jörn auch immer. Okay, das ist ein Typ. Da sieht man, dass das im Hintergrund verarscht ist. Oh, alle fotografieren. Oh, ich bin so schön. Die Schleife soll ein bisschen was verdecken, aber man sieht hier die kurzen Haare. Das ist ein Typ. Aber oh, scheiße, ich drück. Oh nein, ich drück aufs Falsche. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Oh nein. Because a vision softly creeping. Okay, da war der Loose. Da war endgültig der Loose. So, zack, direkt wieder falsch. Oh, Haushof werde ich abgezogen. Ich bin gewollt, hier drauf zu drücken. Aber es war bestimmt wieder so ein Trap-Character. Oh mein Gott! Guck mal, hier sind so Bubi-Schatten. Das ist ein Mädchen. Was? Eieiei, okay. Oh, okay, das ist ein Mädchen. Oh Mann, und was soll das jetzt sein? Der ist versteckt. Man erkennt nicht mal, was das ist. Das ist einfach ein Ninja. Ninja. Ein Ninja. Wir hatten jetzt so oft hintereinander Boy, deswegen ist das hier ein Girl. Ja, easy. Girl. Nein! Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Okay, noch schlechtere Qualität geht auch nicht, oder? Oh Mann, wieso lasse ich mich jedes Mal wieder auf die Kacke ein? Boy oder Girl? Komm, Christian, mach ein Boy oder Girl Quiz. Mach ein Boy oder Girl Quiz, haben sie gesagt. Es wird lustig, haben sie gesagt. Ach komm. Ja, easy. Braucht man lange überlegen. Das ist ein Girl. Fuck my life. Okay, das ist echt cute. So gemacht. Aber, oh Gott, ich bin komplett raus. Aber ich würde auf Boy tippen. Sehr gut. Ja, okay, also das muss doch ein Junge sein. Wenn das ein Mädchen ist, dann ist Gigi. Oh, das weiß ich. Das ist auf jeden Fall ein Girl. Die ist von Danganronpa. Das ist so eine Wrestler-Braut. Das ist so klar. What? Niemals. Das ist Boy. Wie ist das denn ein Mädchen? Ja. Okay. Das ist aber ein Boy. Nein, vielleicht ist es auch einfach so ein Artwork von Elfenlied. Das wäre aber gemein. Wahrscheinlich war es von Elfenlied, einfach nur ein Artwork. Sieht aus wie ein Typ. Ich hasse mein Leben. Guck mal, jetzt trappen die dich auch noch so, indem sie da komische Artworks einfügen, die viel schwerer zu erkennen sind, als wenn es einfach ein Originaldings wäre, ne? Jetzt bin ich wieder ruhiger. Weil ich mich versuche zu konzentrieren, obwohl ich genau weiß, ich verkacke alles gerade. Kleine Stupsnase. Egal. Oh, Gott sei Dank. Es sieht einmal aus wie ein Mädchen, ist dann auch ein Mädchen. Das sieht nach einem Girl aus. Oh, Mann. Okay, letzte Frage. Das darf ich nicht verkacken. Guck dir das an. Guck dir das an. Das sieht doch aus wieder wie ein Mädchen. Oh, das sieht aus wieder wie ein Mädchen, aber... Also ich meine, das sind wieder kurze Haare. Also entweder ich versuche halt immer rauszukriegen, ob das Quiz mich versucht. Zu verarschen ist auch die letzte Frage, deswegen lasse ich mir gerade ein bisschen Zeit, um das Quiz einfach so zu verarschen, weil es sind kurze Haare und deswegen denkt man wahrscheinlich, das kann dann kein Mädchen sein. Aber es sieht halt einfach aus wie ein Mädchen vom Gesicht her. Wenn man jetzt die Haare weglässt, sieht es aus wie ein Mädchen vom Gesicht her. Willst du mich so rum verarschen, mit dem Gesicht verarschen oder will ich das Quiz mit den Haaren verarschen? Oh Mann, ich weiß nicht, was es ist. Hab ich einfach nicht rausbekommen, das ganze Quiz über. Ich würde jetzt einfach auf Gold Girl tippen. Oh Gott sei Dank, wenigstens noch einen richtig. Sieht irgendwie so mädchenhaft aus, aber gleichzeitig könnte es auch ein Junge sein. Ich sag mal, es ist ein Girl. Ja! Yeah! Oh, Baby. Wie viel habe ich jetzt falsch? Mein Score ist von, was war das, 22, ne? Falsch. Naja. Was wohl's? Ey, guck mal. You are really good.
Oh yeah. Ich bin really good. Hoffen wir mal, dass Jörn nicht ganz so really good ist, sondern eher really bad. Wuhu! Ich hab richtig, sein können, hab mich einmal verklickt. Scheiße. Ich bin mal gespannt, wahrscheinlich ist es dann der eine Punkt, den Christian mehr hat, aber ich denke mal, der hat da viel mehr. Bist du fertig? Aber, oh, Christian redet dazwischen. Sag Bescheid, ja, ich bin auch gerade fertig, perfekt. Ja, ich bin auch fertig. Aber bist du auch fertig? Ja, ich bin gerade fertig geworden. Ich war ein bisschen vorher fertig. Ich habe noch Selbstgespräche geführt. Alter, ich war so scheiße. Ich war, weißt du, am Anfang so schlecht. Direkt am Anfang. Weißt du, ich hab noch gehört, das ist der von Tokyo Ghoul. Oder? Das war doch der von Tokyo Ghoul. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich kannte nur eine Person davon und die war von Sekirei, glaube ich. Das war ein Typ. Also, oder zumindest, ich wusste jetzt nicht, ob das ein Typ war oder ein Mädel, aber. Dann, weil es Sekirei ein Harem ist, habe ich dann auf Mädel gemacht, obwohl es halt aus. Dieser Typ mit dieser Maske da. Mit dieser Mundmaske. Dieser Ninja? Nee, nicht der Ninja, der mit dem schwarzen Anzug und so einer Gesichtsmaske. Also, wo der Mund bedeckt war. Da, den kannte ich halt aus dem Anime. Ich hab gedacht, es wäre ein Typ, aber es war ein Mädchen. Ja, das war ein Mädchen. Das hatte ich richtig getippt. Aber ich habe mich einmal verklickt, weil dieses Boys and Girls ändert ja ab und zu. Ja, und natürlich habe ich mich einmal verklickt. Ja, ich habe mich einmal richtig aufgeregt. Ich so, ja, das ist ganz klar, das trinkst du drauf. Hey, wieso ist das falsch? Oh, scheiße, das hat sich geändert. Da war unten nämlich Girl links und rechts Boy und da habe ich mich hart verklickt. Ja, also ich hab richtig abgestunken. Ich war richtig schlecht. Von 22, wie viel hattest du falsch? Ja, kommen wir jetzt direkt zur Auflösung. Ja, klar. Trommelwirbel. Ja, ich sag lieber, wie viel ich richtig hab. Das ist nämlich mehr, als ich für falsch hab. Ja, genau. Ja, okay, ich sag, wie viel ich richtig hab. Ja, genau. 15. Nein! Ja, echt? Was? Ich hab 14. Nee! Ernsthaft? Ja! Nein! Oh Gott, ey, ich war richtig nur, scheiße. Nur wegen dieser Tokyo-Ghoul-Kacke am Anfang, weil ich dachte, das wäre ein Junge und anscheinend war es ein Mädchen und ich habe selbst im Anime nicht gecheckt. Ja! Jawohl, ich habe gewonnen. Warte, dann gucke ich jetzt nochmal zurück, was da alles ist. Das will ich jetzt nachgucken. Ach, die erste Tante ist von Tokyo-Ghoul? Ja. Ich kannte die nicht. Ich wusste... Ich hab direkt mal auf Boy getippt. Ich hab auch Boy. Ich dachte nämlich, dass es ein Boy ist. Ich hab's auch im Anime gedacht, dass es ein Boy ist. Nee, stimmt. Ich hatte Girl. Ich hatte die ersten beiden ja richtig. Dann hatte ich 3, 4 falsch. Dann hatte ich 5 bis 8 richtig. Ja, und zweiten hatte ich auch Boy. Ich bin gerade am Googeln. Ja, ich hab wieder gewonnen. Das heißt, ja, das war Glück. Christian lässt sich ja nicht unterkriegen. Deswegen werdet ihr dann irgendwann mal natürlich den dritten Teil sehen. Ja, ich fühle jetzt schon mit 2-0. Glück. Alles Glück. Ja, ich fühle jetzt mit 2-0. Also ihr wisst Bescheid. Der King auf mein Anime-Quiz sitzt hier auf dem Stuhl. Ich glaube, das letzte Mal war es auch noch ein Punkt. Ja, ne? Nur weil du dir immer die komischen kleinen Hentai-Videos anguckst. mit den komischen Track-Charakter. Ja. Nee, ich habe einfach immer, ich habe das auch im Video gesagt, jedes Mal, wenn ich gesehen habe, okay, das ist ein Mädchen, habe ich auf Boy geklickt. Und wenn es aussah wie ein Junge, habe ich auf Girl geklickt. Und das hat echt gut funktioniert, meistens. Mein Gott, jetzt sag mir doch, wie der Charakter heißt, dann gehe ich auf meine Anime-List. Mein Gott. Ja, und während Christian Easy jetzt win, schaut, Mama, was er alles verkackt hat, weil er ein kleiner Ach, Nobel halt's ist, Maul. Beende ich jetzt hier mit die Aufnahme von Nein, mir. Nein, warte, da Vielen ist Dank er. Fürs Zuschauen. Nein, warte, da ist er, sie. Ja, wo ist er jetzt hin? Lol, war der weiter oben? Ja, also er findet's nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Doch, ich find's, da ist es. Aha. Jizo Susuya. Species Human. Age 19 in Tokyo Ghoul und 22 Tokyo Ghoul Re. Birthday 860. Weight 47 Kilo oder 48. Blood Type AB. Bla bla bla. He! Hier steht He! Jizo Susuya is a Rank 3 Ghoul Investigator in the past. He! Went by the name Rei Susuya. He is the partner of Yukinori Shinohara. He is a young man with androgynous appearance. Aber young man, ich hatte recht. Dieses Spiel hat mich verarscht. Eigentlich hätte ich gewonnen. Nee, warum? Eigentlich doch. Du hattest es doch richtig. Das heißt, du hättest eigentlich 14 und ich 15. Hier wird von Grund auf... Ja, das Spiel hat entschieden. Nee.
Falls Christian das nächste Mal wieder Lust hat, gegen mich anzutreten, dann seht ihr natürlich das dritte Video dazu. Diese Runde zählt nicht. Macht's gut, Leute. Schreibt in die Kommentare, dass diese Runde nicht zählt. Doch, schreibt in die Kommentare, dass ich zurecht gewonnen habe, weil ich mich auch einmal verklickt habe. Nein, das Quiz war falsch. Ja, das Quiz war richtig. Ich gehe nochmal an den Anfang von dem Quiz. Jetzt reicht's. Es ist Girl, ich hab's ausprobiert. Es ist, ja, siehst du, aber es ist ein Junge. Ja, ja. Ich hab's hier schwarz auf weiß. Nee, das ist doch... Das ist doch Betrug. Das ist doch Betrug. Also ich würde sagen, das solltet ihr in den Kommentaren beachten. Christian hat das Quiz rausgesucht. Er hat mir den Link geschickt, ja. Ich habe damit nichts zu tun. Und wenn er ein falsches Quiz raussucht, dann hat er halt einfach Pech gehabt, würde ich behaupten. Was oder? Heißt, schreibt's Pech in die Kommentare. Wenn du cheatest? Ja, ja, klar. Ach, verdammte Axt, geh, leck mich doch am Arsch. Ja, ey, voll jetzt ist vorbei. Rage Quit. Okay, falls Christian wieder der Ansporn kommt und er mich herausfordert, dann seht ihr natürlich auch das dritte Video auf Z-Anime. Sonst bin ich immer noch King mit 2-0 vorne. Wir sehen 1-0. Uns dann beim nächsten Video. 1-1. Beim nächsten Video. Nicht. Macht's gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Deine Scheiße, ey. Verfickter Hurensohn.